Funktionsdiagnostik. Funktionsdiagnostik in der Medizin ist eine Form der Diagnostik, um die funktionellen Störungen zu erkennen. Funktionsdiagnostik kann dann die Grundlage sein für eine Therapie. In der Naturheilkunde gibt es verschiedene Formen der Funktionsdiagnostik. Dazu gehört zum Beispiel auch die Pulsdiagnose. In der Medizin gibt es verschiedene Tests. Es gibt zum Beispiel klinische, laborchemische, elektrophysiologische und bildgebende Verfahren, um eben zu einer Funktionsdiagnostik zu kommen. Funktionsdiagnostik, also eine Diagnostik, bei der die spezifischen Leistungen, die Funktionen eines Organs oder Organsystems unter möglichst standardisierten Bedingungen überprüft werden. Es gibt sogenannte klinische Funktionsdiagnostik. Dazu gehört zum Beispiel der Schellung-Test, der Zehenspitzenstand, auch der 6-Minuten-Gehtest. Dann gibt es verschiedene apparative Funktionsdiagnostik in der Schulmedizin. Und das würde jetzt zu weit führen, diese genauer anzuschauen. Funktionsdiagnostik kann auch einfach sein, indem man in einen Arzt den Patient verschiedene Bewegungen machen lässt, indem er die Flexibilität und die Muskelkraft und auch das Funktionieren von Reflexen genauer anschaut.